Der erste FC Nürnberg im Fokus. Und er ganz besonders, Michael Wiesinger, geht in seine erste komplette Saison als Clubtrainer. Die Berufung zum Chef überraschte den 40-Jährigen. Es ist nicht so, dass ich jeden Abend ins Bett gegangen bin und gesagt habe, jawohl, tralala, morgen bin ich vielleicht Bundesliga-Trainer. Sondern es kam alles auch für mich sehr plötzlich. Heißt, dass ich trotzdem darauf vorbereitet war. Nach dem plötzlichen Abgang von Dieter Hecking im Winter Richtung Wolfsburg führte Wiesinger das Team auf Rang 10. Ein Ziel für die neue Saison formuliert Wiesinger nicht, obwohl er weiß, dass die Erwartungen nicht kleiner werden. Das, was wir auf den Platz bringen, muss zu diesem Zeichen hier passen. Und das kann eigentlich nur irgendwo ein mutiger Fußball sein, ehrlicher Fußball sein, aber auch ein organisierter Fußball. Das ist für mich 1. FC Nürnberg. Und so wird der 1. FC Nürnberg auch nächstes Jahr wieder in der 1. Liga spielen. Nach den Abgängen der Leistungsträger Timmy Simons und Tim Klose steht vor allem Neuzugang Emanuel Pogatetz im Blickpunkt. Der Österreicher will sich nach der Enttäuschung in Wolfsburg und dem Gastspiel in England neu beweisen und das junge Team führen. Ich war sicher ein Opfer des Trainerwechsels in Wolfsburg. Unter Felix Magath habe ich ja noch alle Spiele bestritten, aber unter Lorenz Günther Köstner habe ich dann halt nicht mehr gespielt und von daher habe ich dann die Möglichkeit wahrgenommen, ein halbes Jahr nach London zu gehen, zu West Ham United. Es war natürlich schwierig, im Winter als Leihspieler dahin zu kommen und von daher freue ich mich jetzt, in Nürnberg angekommen zu sein und hoffe natürlich hier meinen Beitrag dazu zu leisten, dass wir Erfolg haben werden. Jetzt ist der 30 Jahre alte Nationalspieler einer der Hoffnungsträger beim Club. Ebenso wie Neuzugang Daniel Ginczek, der nach einer Leihe beim FC St. Pauli von Dortmund nach Franken gewechselt ist. Trotz der zehrenden Vorbereitung verspricht sich Wiesinger einiges vom Neuen. Daniel ist momentan auch in der Phase, dass er natürlich, man merkt ihm die Vorbereitung an, ist normal. Gut daran ist, dass er sich auch versucht, da durchzubeißen. Ja, er wird auch seine Spritzigkeit wieder kriegen, er wird wieder frischer werden. Wir haben jetzt noch dann ab Dienstag nächste Woche gehen wir in die Endphase. Und ja, hat Tempo, er ist nicht nur groß, hat Tempo, ist Beidphysik. Also wir haben uns schon was dabei gedacht, dass wir ihn angesprochen haben. Und ich hoffe, dass er uns auch diese Qualität gibt, ja, die wir uns von ihm erhoffen. Im Jahr 1 nach Hecking will Michael Wiesinger mit dem Club wieder in den Fokus der Liga. Am liebsten schon am ersten Spieltag in Hoffenheim.